Der weiße Glückselefant. 277 Jahre des großen Kalenders waren vergangen, als im Nordreich Yonok der Elefantenkönig Pankarat von Nagpuri, der Schlangenstadt, herrschte. Damals war das Nordreich schwach und die Königsmacht gering. Die Kom des Reiches der Höhlengebirge Umonkastela breiteten sich aus und ihr Staat erstarkte. Der Herr des Nordreiches konnte sie nicht mehr im Zaun halten. Die Macht der Kom war ihnen über den Kopf gewachsen. Sie kamen mit ihren Heeren und besiegten das Nordreich am Sonntag abnehmenden Mondes im 5. Monat des Jahres 600 buddhistischer Zeitrechnung. Der Fürst der Kom vertrieb König Pankarat. Der Herr des Nordlandes musste mit seiner Gattin fliehen. In der Stadt Sichuan nahmen sie Zuflucht im Nordwesten ihres Reiches, am Ufer des Flusses gelegen. Die Kom pflanzten ihre Hoheitszeichen auf im ganzen Nordland. König Pankarat und seine Gattin lebten nun in der Stadt Sichuan. Nach einem Jahr ward die Königin schwanger und gebar einen Sohn. Der Vater verlieh ihm den Namen Tukit, nach der großen Not, in der er geboren. Nach zwei weiteren Jahren war die Königin zum zweiten Mal schwanger. Während sie das Kind in ihrem Schoß trug, hatte sie einen Traum. In der Mitte ihres Hauses stand ein weißer Elefant. Jedermann ergriff vor ihm die Flucht und brachte sich in südlichen Landen in Sicherheit. Als die Königin 7 Monate schwanger war, hatte sie plötzlich den Wunsch, sich mit allerlei Kriegswaffen zu umgeben. Der König gewährte ihren Wunsch. Bald waren die 10 Monate voll und sie gebar einen Prinzen am Sonntag des abnehmenden Mondes im 1. Monat nördlicher Zählung im Jahre der Schlange 283 des großen Kalenders am frühen Morgen, als es gerade hell werden wollte. Jener Prinz war von strahlender Schönheit wie der Gott Prong. Die Merkmale seines Körpers waren Wohlgestalt und so nannte der Vater ihn Prong Kuman, Götterknabe. Als Prong Kuman groß war, 7 Jahre alt, war er bereits so mutig wie ein Mann. Er liebte Waffen und Kriegshandwerk. Als er 10 Jahre zählte, im Jahre 293 des großen Kalenders, am Dienstag zunehmenden Mondes, am 7. Monat zur Zeit der Nachtwache, als die Mitternacht vergangen war und das Morgengrauen sich ankündigte, hatte Prong Kuman einen Traum. Er sah, wie ein Gott zu ihm herabkam und sprach: Wenn du dir einen Glückselefanten erwerben willst, so schneide am Morgen einen Ast ab und geh wasch dir das Gesicht im Wasser des Kongflusses. Dann wirst du 3 weiße Elefanten erblicken, die kommen stromabgeschwommen. Wenn du den ersten ergreifen kannst, so wird das rosa Land Champu Tawip dir untertan werden. Wenn du den 3. Elefanten ergreifst, so wird dir das Land der Millionen Felder gehören und das ganze Reich der schwarzen Kom. So sprach der Gott und kehrte dann in den Himmel zurück. Prong Kuman sprang vom Lager auf, denn es war schon fast hell. Er vergegenwärtigte sich noch einmal den Traum und rief seine 50 Pagen herbei. Sie schnitten ihm Äste ab und er führte sie zum Wasserhafen am Ufer des Flusses Kong. Als sie gebadet hatten, kam im Augenblick eine strahlend gelbe Schlange geschwommen. Ihr dicker, langer Leib glitzerte, als sie in der Nähe des Ufers an Prong Kuman und seinem Hofknaben vorüberschwamm. Die Kinder erschraken und hatten Angst. Keiner wagte sich an die Schlange heran. Bald waren sie ihren Augen entschwunden, aber schon sahen sie eine 2. Schlange herbeischwimmen, groß und lang wie der Stamm einer Palme. Prong Kuman und seine Gespielen ließen sie in Frieden und waren froh, als sie vorübergeschwommen war. Im nächsten Augenblick aber sah sie eine 3. Schlange kommen, abermals dick wie ein Palmbaum und fürchterregend lang. Prong Kuman sah sie an und da musste er wieder an seinen Traum denken und an das Wort des Gottes, der von 3 reinblütigen Elefanten gesprochen, die den Kongfluss herabschwimmen würden. Prong Kuman blickte noch einmal genauer hin, aber er sah keinen Elefanten, sondern nur Schlangen von gewaltiger Größe. Da dachte er, vielleicht sind diese Schlangen in Wirklichkeit Elefanten, so muss es sein. Also befahl er seine Pagen, ihm zu helfen, die Schlange zu fangen.
Schnell wateten sie ins Wasser des Flusses, erhoben ihre Äste, und als die Schlangen ihnen vorüberschwammen, schlugen sie alle gleichzeitig mit den Ästen auf sie ein. Da gab sie ihre Schlangengestalt auf und verwandelte sich in einen Elefanten von strahlender weißer Farbe. Krom Kumman freute sich sehr und setzte sich sogleich auf den Hals des Elefanten. Mit dem Ast trieb er das Tier ans Ufer. Der Elefant wollte jedoch nicht gehorchen, sondern blieb zum Spiel im Wasser und schwamm mit seinem Reiter im Strom des Wassers auf und ab. Krom Kumman ließ seine Hofknaben zur Stadt eilen, um dem König Nachricht zu geben. Pankarat hielt Rat mit den Seeherren. Sie weissagten, er müsse 1000 Barren Gold nehmen und sie zu Blech schlagen lassen, um daraus eine Glocke zu fertigen, die allein den Elefanten aus trockenem Land locken könnte. Nur wenn du das tust, wird der Elefantenfürst aus dem Wasser kommen. Der königliche Vater ließ alles geschehen, was die Wahrsager geraten. Prinz Tukit, der Bruder des Prinzen Phrom Kumman, brachte die goldene Glocke an den Fluss. Er ließ sie erklingen und der Elefantenfürst hörte den Ton. Schnell kam er an Land. Die Stelle, an der er hin und her geschwommen war, heißt noch heute das Dorf des Schwimmers. Dem Elefantenfürsten wurde der Name Pankam verliehen, Goldglocke. Seit Phrom Kumman diesen reinen Elefanten besaß, war sein Glück gemacht. Sein Ansehen stieg und seine Gefolgsleute wurden zu tapferen Kriegern. Er ließ die Stadt mit einem Graben umgeben, leitete das Wasser des Flusses hinein und nannte die Stadt fortan Vien Pankam, Stadt der goldenen Glocke. Seine Krieger ließ er das Waffenhandwerk üben, so dass sie in allen Kampfarten gewandt und geschickt wären, die Feinde zu besiegen. Viel Kriegsgerät mussten die Handwerker schaffen, und als die Stadt sich stark genug fühlte, kündigten sie dem Kom die Gefolgschaft und hörten auf ihnen Tribut zu entsenden. Als Phrom Kumman 16 Jahre alt war, hatten sie schon 3 Jahre lang keine Steuer mehr an den Kom gerichtet. Schon viele Male hat dieser den Tribut eingemahlt, aber sie bekamen ihn nicht. Der Fürst der Kom ließ daher ein Heer breit machen, König Prangkaparat zu ergreifen. Prinz Phrom Kumman versammelte seine Krieger und stellte sie in Schlachtordnung auf, die Komgebühren zu empfangen. Im Jahre des großen Kalenders 298, im 5. Monat, am 4. Tage zunehmenden Mondes, einem Sonntag, ließ der Fürst der Kom seine Heere marschieren. Bis in die Nähe der Stadt Sitwang kamen sie. Prinz Phrom Kumman empfang die Meldung gerade rechtzeitig genug, um seinen weißen Elefanten Pankam zu besteigen und seine Krieger aus seiner Stadt Vien Pankam zu führen. Er ergriff den Komfürsten an, schlug ihn beim Dorfe Sanzai in die Flucht. Es war ein leichter Sieg, denn die Elefanten, Pferde und Soldaten im Heere des Komfürsten sahen den reinen weißen Elefanten Pankam, fielen auseinander und flohen in alle Richtungen davon. Phrom Kumman ließ sie bis in ihr Reich verfolgen, umzingelte ihre Stadt, eroberte sie und zieg als Sieger durchs Tor. Die Kom flohen Hals über Kopf nach Süden. Phrom Kumman begnügte sich zunächst mit diesem Sieg und ließ seine Krieger ausruhen und wieder neue Kräfte sammeln. Dann aber gab er erneut den Marschbefehl. Er folgte den Resten der Kom-Streitmacht und schlug sie, wo sie ihm Widerstand leisteten. Nach einem Monat war er schon in der Nähe der Kom-Stadt Lavarat. Auf seinem Wege hatte er alle Dörfer und Städte groß und klein erobert. Wo immer die Kom sich verschanzten, dort folgte er ihnen und dort wusste er sie zu schlagen. Das wurde es dem größten Götterkönig in heiß auf seinem Thron, als er sah, wie Phrom Kumman die Kom vor sich hertrieb, ohne Rast und Ruhe. Das Leben des Menschengeschlechts kam in höchste Gefahr durch diesen unersättlichen Kriegshelden. Der Gott musste einschreiten und die Gefahr bannen. Also gebot er Pra Vinsanakukam, dem Gott, zur Erde zu steigen und eine Stadt zu erschaffen, von steinernem Wall umgeben. So sollte der Weg des Prinzen unterbrochen werden, denn anders konnte man nicht nach Süden gelangen. Die Stadt erhielt den Namen Kampeng Pep, Edelsteinwall. Wegen ihrer göttlichen Ursprungs würde es unmöglich sein, die Stadt einzunehmen. Phrom Kumman musste also Halt machen und konnte sein Heer nur bis hier führen und nicht weiter. Die Kom, die dem Tode entronnen waren, flohen zu Wasser weiter, dem Jau-Praya-Fluss nach.
Erst als sie den Strand des Meeres erreicht hatten, machten sie Halt in ihrem Lauf. Da geschah bei der großen Stadt Intrapat.